Total peinlich. Das hier ist ein Platzhalter für euer peinlichstes Erlebnis. Kurz nachdenken, einfügen und... Und weiter geht's. Habt ihr euch dann mal nach so einem peinlichen Erlebnis überlegt, wie es wäre, wenn es genau anders gelaufen wäre und das nicht zu eurem peinlichsten Erlebnis geworden wäre? Was, wenn ich euch sage, dass ihr genau das gemacht habt, in einem anderen Universum? Das könnte wirklich sein, wenn die Antwort ja lautet. Und zwar auf diese Frage. Leben wir in einem Multiversum? Die Idee eines Multiversums oder mehrerer Universen oder paralleler Universen klingt wie etwas, für das eine Menge Sci-Fi-Autoren viel Alkohol trinken oder Drogen nehmen mussten, um es sich auszudenken. Dabei waren es Physiker, die das gemacht haben. Also nicht das mit dem Alkohol und den Drogen, wobei ich das nicht mit Sicherheit sagen kann, aber das mit dem Ausdenken dieser Idee. Bevor ich aber erzähle, wie Fringe, Rick Morty und Dr. Strange Everything, Everywhere, All at Once sind, erst noch die wichtige Frage, warum das alles? Warum sollte es Sinn ergeben, dass wir nicht das einzige Universum im Universum sind? Welches physikalische Problem wird damit gelöst? Die Antwort lautet, das Multiversum ist nicht direkt die eine Lösung für ein bestimmtes physikalisches Problem. Es ist vielmehr die logische Folge, wenn man Physik ernst nimmt und konsequent zu Ende denkt. Und das Passende dabei ist, es gibt viele verschiedene Ideen von Multiversen. Ein Beispiel. Wenn wir in den Himmel sehen, dann gucken wir in die Vergangenheit. Das Licht der Sonne zum Beispiel braucht ungefähr 8 Minuten, bis es bei uns angekommen ist. Das Licht dieser Sterne braucht ungefähr 13,8 Milliarden Jahre, bis es hier bei uns ankam. Alle Galaxien, die weiter entfernt sind, sind von uns nicht beobachtbar, weil der gesamte Kosmos erst 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Und trotzdem kann es natürlich sein, dass es hinter diesem Horizont weitergeht. Und zwar kann es unendlich weitergehen. Und wenn etwas unendlich ist, dann gibt es theoretisch auch die Möglichkeit, dass ich auch einen Planeten finde wie die Erde, mit einem Typen namens Ralf, der genauso aussieht wie ich und dem nicht seltsame Wörter rausrutschen. Ganz vereinfacht ist es wie beim Roulette im Casino. Es gibt eine Chance von 1 zu 36, dass ich gewinne, wenn ich auf die 0 setze. Weil die 0 eine Zahl ist neben 36 anderen auf dem Rad. Wenn ich in einem unendlich großen Casino spiele, mit einer unendlichen Anzahl von Roulette-Tischen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Kugel an mehreren Tischen gleichzeitig auf der 0 liegen bleiben wird. Jetzt ist es natürlich so, dass es in unserem sichtbaren Universum ein paar Möglichkeiten mehr gibt als die 37 Felder beim Roulette, nämlich 10 hoch 10 hoch 122 Möglichkeiten. Der britische Physiker Roger Penrose, ja, der mit dem Dreieck, der hat das mal überschlagen. Aus der Anzahl der Elementarteilchen und ihrer Zustände. Mein Taschenrechner gibt da nur noch Overflow raus. Mit anderen Worten, das ist eine irre hohe Zahl. Und trotzdem ist irre hoch immer noch ziemlich klein im Vergleich zu unendlich. Bei einem unendlich großen Universum ist es nicht unwahrscheinlich, dass es eine weitere Erde gibt, so wie die hier. Unendliche Möglichkeiten heißt natürlich auch, es kann nicht nur eine Kopie von mir geben, sondern vielleicht auch eine mit kleinen Änderungen. Eine andere Brille oder 3 Augen. Es ist sogar denkbar, dass alles, was es hier gibt, mal so, mal anders in der entfernten Ecke des unendlichen Universums existiert. Nur leider haben wir keine Möglichkeit, Kontakt dorthin aufzunehmen, weil diese Parallelwelten einfach zu weit weg sind. Eine ganz andere Art von Paralleluniversum gibt es zum Beispiel bei Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Es klingt wie etwas, das man nach einer langen Wanderung an den Füßen hat. Blasenuniversum. Um das zu erklären, sage ich jetzt einen Satz, der bei jeder Rede gut ankommt, nämlich, ich muss ein bisschen ausholen. Beim Urknall... Haha, genauer gesagt, kurz nach dem Urknall dehnte sich das Universum sehr schnell aus. Wird auch Inflationsphase genannt. Und erst danach bildeten sich Atome, Sterne und wir. Das Besondere an der Inflationstheorie ist, dass die Ausdehnung des Raums nicht überall zur selben Zeit vorbei ist. Es könnte sein, dass sich der Weltraum teilweise immer noch ausdehnt und dass sich dabei Blasen bilden, wie in einem Ciabatta. Diese unterschiedlichen Blasen könnten unterschiedliche Naturkonstanten haben. Und schon hat man ganz unterschiedliche Paralleluniversen, wie bei Dr. Strange.
Allerdings könnten wir da nicht überleben, wenn wir da jemals hinkämen, wegen der anderen Naturkonstanten. Die könnten für uns sehr ungesund sein, wenn wir keine Superkräfte haben. Und das bringt mich direkt zu meiner Lieblingsart von Multiversum, die Hugh Everett der Dritte, viele Welten, Knoten im Hirn, Interpretation der Quantenmechanik. Keine Angst, auch wenn Quantenmechanik erstmal furchteinflößend klingt. Übrigens, falls ihr mal ein Video von uns über Quantenphysik sehen möchtet oder einfach mal mehr über Kopenhagen erfahren wollt, schreibt das kurz in die Kommentare, dann könnten wir eine Kleinigkeit vorbereiten. Apropos Kleinigkeit. Wir alle und alles um uns herum bestehen aus Molekülen. Molekülen. Und die aus Atomen und die aus Protonen, Neutronen und Elektronen. So ein Elektron zum Beispiel verhält sich ganz anders als ein Tischtennisball. Bei dem kann ich sagen, wo er gerade ist. Nämlich da. Beim Elektron dagegen kann ich nur sagen, wo es wahrscheinlich gerade ist. Und diese Wahrscheinlichkeit wird beschrieben mit etwas, das Wellenfunktion genannt wird. Ja, Mathe. Sobald ich das Elektron aber beobachte und messe, ist festgelegt, wo es ist. Und das heißt dann Adieu, Wahrscheinlichkeit. Eine andere Möglichkeit, diese quantenphysikalischen Formeln zu deuten, fiel Hugh Everett III. Auf. Er vermutete, dass sich die Natur nicht festlegt, wenn so ein Elektron gemessen wird, sondern dass in dem Moment der Messung alle möglichen Zustände in unterschiedlichen Welten realisiert werden. Und schon hat man Unmengen von Parallelwelten, die ständig neu entstehen. Und was ich dabei so faszinierend finde, wenn ich ganz weit in der Zeit zurückgehe, dann gab es da einen Haufen Atome. Und mit jeder neuen Welt, die entstand, haben sich diese Atome in unendlichen Paralleluniversen so unterschiedlich entwickelt, dass sie in diesem Universum mich bilden, in einem anderen vielleicht meine Schwester, die dieses Video sieht, und in wieder einem anderen einen Baum, der auf einer Klippe am Meer steht, auf irgendeinem anderen Planeten. Alles aus denselben Atomen. Ich bin dann alles. Und alles ist ich. Ja, und was ist jetzt die Frage auf die Antwort, umgekehrt? Was ist die Antwort auf die Frage, ob wir in einem Multiversum leben? Tja, es kommt ein bisschen drauf an, wen man fragt. Es gibt natürlich auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die über solche Ideen nur den Kopf schütteln und sie als total unwissenschaftlich abtun, weil man kann diese Theorien zurzeit nicht überprüfen und nicht rausfinden, ob sie stimmen oder nicht. Wir werden es niemals schaffen, an den Rand des sichtbaren Universums zu reisen oder quantenmechanische Welten zu besuchen. Deshalb sind diese Theorien in den Augen einiger Forscher vor allem eins: Fantasieprodukte. Aber Fantasie ist immer auch die Grundlage von Wissenschaft und sorgt dafür, dass wir die Grenzen weiter ausloten. Was denkt ihr? Sind Multiversen ganz unterhaltsam in Filmen und Serien, aber nichts fürs echte Leben? Und wenn ihr schon dabei seid, in die Kommentare zu schreiben, falls ihr Tipps für gute Multiversumsserien oder Filme habt, immer her damit. Und denkt dran, das hier muss nicht das Universum sein, in dem der Abo-Button und die Glocke ungeklickt bleiben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.